Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Kurz ein paar Infos für euch. Ich werde jetzt erstmal keine Human Effigy mehr brennen. Ich möchte versuchen, das so zu schaffen. Ich will ein Gefühl für den seine Angriffe und fürs Ausweichen kriegen, ganz einfach. Dafür möchte ich aber Folgendes tun. Mich leichter anziehen. Damit wir ein bisschen mehr dodgen können. Und da ist doch hier die Tattered Cloth Robe sehr gut. Heißt natürlich, er darf uns nicht treffen, ne? Das ist halt das Doofe da dran. Aber ich glaube, das ist mit Dodgen, wenn man den seine ganzen Angriffe super wegdodgen kann, ist man echt gut dran hier. Bei dem Typen. Okay, 1,6. Wo haben wir denn? Ich glaube, es ist sogar das Leichteste, was wir haben hier. Ja, 1,6. Den Helm, wollen wir den noch auswechseln? Oh ja, hier mit so einer Kapuze. Oder die hier vielleicht? Ne, die ist sogar schwerer. Kapuze. So. Und jetzt laufen wir einfach mal so zu dem rein. Nun ja. Was ich auch rausgefunden habe, ist Folgendes. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Es gibt noch andere Bosse hier. Wenn man die zuerst besiegt, dann kriegt man einen Schlüssel, mit dem man tatsächlich links und rechts vom Boss diese Treppen hochgehen, also vom Lost Sinner, diese Treppen hochgehen kann. Und kann, was will ich denn? Ich habe Wortfindungsstörungen. Und kann dort etwas entzünden. Nämlich eine Art, ja, zwei riesige Ölpfützen, die quasi gigantische Fackeln im Raum anmachen. Und dann ist, also der Typ ist nicht schwach dagegen, der hat nicht Angst davor oder sonst irgendwas. Nein, das Einzige ist halt dann, dass das Lock-On nicht weggeht. Also das könnte man machen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich will nicht zuerst zu den anderen gehen. Ich suche mir hier jetzt bloß mal eine Waffe, mit der ich schnell zustabben kann. Also eine Einhandwaffe. Und ich glaube, ich werde da auf das Heidi Night Sword vertrauen. Obwohl ich ja fast geneigt wäre. Ja, ist dasselbe, ne? Wie ist das Heidi Night Sword oder das Varangian Sword? Petrify. Heißt der? Ach kommt, wir nehmen das Heidi Night Sword. Und, also, wir wollen jetzt schnell rollen. Ihr seht, so. Und wir wollen schnell zuschlagen. Da bin ich vielleicht mit meiner Zweihandwaffe nicht so gut unterwegs. Also, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wie gesagt, keine Human Effigy. Die möchte ich nicht so zum Fenster rausschmeißen, auch wenn ich das zu Genüge getan habe schon wieder, dass es mich aufregt. Nee, das will ich nicht. Und dann versuchen wir einfach mal, wie man mit Schnelligkeit bei dem vorankommt, indem wir einfach versuchen, seine Angriffe zu dodgen. Warum ist jetzt diesmal wieder dieser Aufzug nicht hochgefahren? Obwohl, ich kann den ja mit Absicht hochschicken, indem ich auf den Knopf trete, oder? Das muss ich mir jetzt echt angewöhnen. Erinnere mich dran. Ich muss mir angewöhnen, mit den Aufzug nach oben zu schicken, damit ich, wenn ich sterbe, den ich immer erst rufen muss. Das sind echt hier so diese 10 Sekunden, die tun ein bisschen weh, muss ich jetzt einfach mal gestehen. Okay, so. Drücken wir auf den Knopf. Eigentlich könnte ich ja dann auch den hier machen, weil wenn ich alles dodgen will, brauche ich ja kein Schild. Ach, Kinder, ist das alles fürchterlich furchtbar. Na gut, wir schauen erstmal, wie wir hier zurechtkommen. Wir können uns ja dann wieder umrangieren. Und rennen! Rennen! Lass dich nicht aufhalten, Jimmy! Wo sind denn die Dicken, die mich so... Wo ist denn der Dicke, der mich sonst immer angesprungen hat? Naja, wen interessiert's? So, ja, wer rennt da vor uns? Jemand, der einen Zauberstab in der Hand hat. Ich sehe es genau. Das wäre ein Caster. Kannst du nicht deinen Summon-Sign da hinlegen? Du Sackgesicht, du hässliches. Ja, und hier links und rechts kann man dann hochrennen und riesige Pfützen anzünden und dann wäre man halt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ihr versteht mich doch. So, schauen wir mal. Puh. Der kann echt böse zuhauen, wenn er trifft, ne? Aber. Au! Nein! Warum? Warum ist. Es ist übrigens eine Sie. Ich habe mich schon erkundigt. Es ist eine Frau, ja? Warum ist die ihr Schwert 9000 Meter lang? Sodass ich, wenn ich eh schon 3 Meter von ihr entfernt stehe und wegdodge, immer noch von ihr getroffen werde. Was ist das denn? Okay, aber das Schnelle habe ich auf jeden Fall schon mal genossen. Also der Trick ist wohl folgender.
Nein, ich habe mich nicht gespoilert. Diesen Thrust, wenn er macht, nach vorne, einfach dieses Zustechen, dodgt man am besten nach rechts. Den Swinger, wenn er macht, den Swinger, quasi wenn er so schwingt von links nach rechts und so weiter, dodgt man am besten nach links. Diese Sprungattacke, die er macht, ist sowieso in irgendeine Richtung zu dodgen und ist wohl das Einfachste, was er machen kann, weil das habe ich ja selber gemerkt beim Spielen, da hat man quasi wie einen Freischlag eigentlich. Und das ist das, was ich mir merken muss. Mehr muss ich mir gar nicht merken. Beim Zustechen rechts, beim Schwinger links. Das ist alles. Und vielleicht trotzdem, weil wir so leicht sind, einfach immer mal mit Zirkeln. Ihr habt es ja gesehen, gerade konnte man auch dem einen oder anderen Angriff einfach ausweichen, weil wir schon zu weit links oder rechts von ihm waren. Aber nach links zirkeln ist generell schlecht. Also wenn wir zirkeln, dann sollten wir nach rechts zirkeln. Ach, ist das furchtbar alles hier. Na 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 na. Wenigstens war jetzt das große Vieh wieder da, das beruhigt mich ja schon mal ein bisschen. Na 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 na. Hab gerade so ein leichtes Déjà-vu von Pursuer. Wow, 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 wow. Was wackelt dahinter und so? Puh. Oi. Los jetet. Genau. Nicht so ausrasten hier schon wieder. Wow. Nein! Warum macht er immer den? Oh. Ey, es ist unglaublich! Ich muss doch mal weit genug wegstehen, dass mich der Scheißangriff nicht treffen kann. Oh, genau. Ah, und ich mache so wenig Schaden mit diesem scheiß Einhandschwert. Ich hasse es, wenn Situationen so auswegslos sind. Ja, ich habe gegen meinen Controller geschlagen. Ah. Ich bring gleich wieder Human Effigy. Ich beschwöre gleich wieder jemanden. Ich hasse es. Ich hasse es. Warum tut man sich dieses Spiel an? Warum vergesse ich zum dritten Mal, nachdem ich es jetzt wieder festgestellt habe, mir diesen scheiß Aufzug wieder nach oben zu schicken? Mann, 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 Mann! Es tut mir meine rechte Hand weh, weil ich so gegen meinen Controller geschlagen habe. Es ist schon wieder alles scheiße hier. So. Ich habe wieder den Zweier ausgerüstet. Falls wir da mal einen Treffer landen, machen wir mit dem wenigstens mehr Schaden. Und so einen leichten Schlag, den hauen wir schon schnell genug zu. Ah! Das ist unfassbar. Natürlich. Nein! Wo hat er den jetzt hergeholt? Ich denke mir noch, jetzt wegspringen und heilen. Was ist denn... Och, Kinder, wisst ihr, ganz ehrlich. Oh. Ich habe schon gar keinen Bock mehr zu schreien, wisst ihr? Ich habe schon gar keinen Bock, keine Kraft, keine Energie mehr, mich aufzuregen über die Scheiße. Oh, Mann! Es ist einfach unglaublich. Und ich weiß jetzt schon, wie gut es sich anfühlen wird, wenn die dumme Dreckskuh tot ist. Ich weiß es jetzt schon. Und deswegen probiere ich es immer wieder, weil diese ganzen Wut, den ich hier jetzt empfinde, wenn ich den nicht wieder loswerde, dadurch, dass ich am Schluss gewinne, drehe ich durch.
Oh, das Spiel ist echt, das ist menschenverachtend. Dieses Spiel ist menschenverachtend. Ich kann gar nicht aufhören, ich beruhige mich gar nicht mehr. Okay. Ich finde es cool, wenn zwischendrin immer diese Phantome von anderen Spielern auftauchen irgendwie. Keine Ahnung. Mir gefällt das. Gerade eben, ich weiß nicht, ob ich es noch mit drin habe oder ob ich es rausgeschnitten habe, ist einfach so einer von rechts aus der Tür gelaufen und links in die andere Tür wieder rein. Das war so eine richtig, wie so eine Geistererscheinung. Das sah echt cool aus. So. Dann mal auf ein neues. Natürlich hat er mich gleich mal erwischt. Und jetzt wird er mich gleich wieder erwischen, weil er irgendwo seinen Superangriff herholt. Warum macht er das jetzt immer plötzlich? Wat, wat, wat? Wat? Was war das denn? Kinder, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich begreife es nicht. Ich begreife es nicht. Bitte. Bitte. Ich werde jetzt Human Effigy verbrennen. Und wenn sich kein Caster von diesen 6,9 Milliarden Dark Souls-Spielern auf diesem Planeten erbarmt, sein Summon Sign hier irgendwo hinzulegen, spiele ich dieses Spiel nicht weiter. Habt ihr mich verstanden? Seid ihr euch über diese Konsequenzen überhaupt im Klaren? Wisst ihr, wie sehr am Zenit meiner Nerven ich gerade bin, aus was für Gründen auch immer? Ich könnte gerade so unendlich meinen Bildschirm voll speien. Sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Ihr müsstet mich dabei sehen, wie ich diesen Bildschirm voll speie, um euch auch nur annähernd vorstellen zu können, wie krass ein Mensch kotzen kann wegen diesem Spiel hier. Wow, ist das heftig. So, Lucatil kommt auf jeden Fall auch wieder mit, ganz klar. Hoffen wir bitte, dass vor dem Boss-Tor einer sein Summon Sign hingelegt hat. Bitte. Es kann doch nicht so schwer sein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Da liegt eins. Da schnappen wir uns einfach, egal wer es ist. Hiko Sansan. Komm schon, Hiko Sansan. Komm schon. Wir waren schnell genug auf jeden Fall. Lucatil nimmt die ganzen Versteinerungstypen mit sich mit, die aber hier nicht mehr ihre Zone haben. Das heißt, die werden nicht gefährlich. Der eine fällt noch runter und ich krieg Seelen. Sehr schön. So, jetzt muss bloß noch der zweite Slashek erscheinen. Das ist alles, was wir brauchen. Ist es ein Caster? Es ist kein Caster. Aber er scheint trotzdem mächtig. Doch, er ist ein Caster. Der hat irgendwas Komisches in der Hand. Was auch immer. Okay, dann gehen wir mal los. Hiko Sansan. Schauen wir mal, was der Typ so austeilen kann. Bis dahin mache ich erstmal nichts, vorsichtshalber. Wow, es ist ein Caster. Trifft bloß seinen Gegner nicht. Oder ist das ein Angriff vom Gegner hier? Muss ich Angst haben, dass ich gleich tot bin? Alter, wenn du immer deinen komischen Angriff hier machst, kann ich ja keinen landen. Aber mach mal schön weiter. Das gefällt mir eigentlich, was du hier machst. Jetzt stirbt bloß wieder Lucatil gleich. Also die NPC-Summons in dem Spiel sind wirklich, wirklich krass für den Arsch. Das muss man jetzt einfach mal feststellen. Die sind richtig krass für den Arsch. Tut mir leid, wenn es so aussieht, Hiko Sansan, als würde ich dich das alles machen lassen. Aber ich finde schon wieder keinen. Bei den ganzen Gewusel hier finde ich kein Angriffsfenster. Er ist zur Hälfte tot. Er ist zur Hälfte tot. Der Zauberer regelt's, glaube ich. Schmeißt der irgendwas auf den oder was? Yes! 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 Okay. Nein! Nein! Okay, heilen, heilen, heilen. Keine Dummheit machen. Jetzt sollte ich nicht sterben. Der Typ ist ja gleich tot.
Okay. Okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Keine Panik. Ich habe so das Gefühl, Hikusansan macht das für uns. Nee, wir machen es selber. Great soul embraced. Soul of the lost sinner. Leg mich am Arsch, das war mal ein Soundeffekt. Okay, der Lost Sinner war anscheinend ein richtig böser, ne? Oh, Kinder, tut mir leid für den Fauxpas, aber das ist echt, das geht auf keine Wurst hier. Wo haben wir denn unsere... Ne, das sind die Handschuhe, die wir getragen hatten, ne? Oder? Brigand Gauntlets? Knight Gauntlets hatten wir, oder? Leather Gloves? Oder hatten wir die hier? Ich weiß halt nicht, Kinder... Night Leggings hatten wir auf jeden Fall, oder? Oder hatten wir andere? Nee, Night Leggings. Ist das unsere Rüstung, die wir anhatten? Wir sind nicht. Ja, soll's. Okay, Kinder. Boah, bin ich froh. 34.000 Seelen. Ich sollte direkt ans Bonfire zurückporten. Was ich auch sicherlich machen werde. Jetzt will ich mir nur angucken, was der Typ hier zu sagen hat zu seiner Seele. Great Soul. Wo ist sie denn? Soul of the Pursuer. Old Dragon Slayer. Ruins. Sentinel Soul. Oh, Soul of the Lost Sinner. Ist das vielleicht einer von den großen Seelen, die wir kriegen sollen? Kann das sein? Show Item. Soul of the Lost Sinner. Prisoner of Sinner's Rise. Okay, war hier gefangen? The Lost Sinner eternally punishes herself for the sins of her past. Uses by... Okay, alles klar. For the sins of her past. Man geht davon aus, weil dieser Lost Sinner kann auch... Was hängt denn hier alles? Kann auch eine Old Witch Soul droppen. Und Old Witch deutet auf die Witch of Izalith hin. Die Witch of Izalith hat was mit der Lore von Dark Souls 1 zu tun. Ne? So. Wo geht's denn hier lang? Nee, das mache ich jetzt noch nicht auf. Also zuerst mal zurück ans Bonfire. Homeward Bone. Und nach Majula und Leveln. Und dann gehe ich hier durch dieses Tor. Return to the last Bonfire. Ich bedanke mich bei dem Letten Hikusansan, wer auch immer du bist, ob du deutsch oder international bist, ich weiß es nicht. Danke für die Hilfe, schön. Lukatil, Wismar braucht man nicht mehr beschwören, die Frau leistet absolut überhaupt nichts. Die macht ja nicht mal Damage. Die steht ja bloß doof in der Gegend rum. Aber gut. Wisst ihr was? Ich habe diesmal nicht mal wie beim Pursuer, also dieses Gefühl von wegen, ich hätte das Spiel jetzt saumäßig betrogen. Sondern ich bin einfach nur froh, dass der dass diese dumme Kuh tot ist. Mann, oh Mann. Wahrscheinlich hätte ich mir den Kampf echt vereinfachen können, indem ich dieses Lock-Mechanismus mir freigeschaltet hätte und hätte zuerst den anderen Boss besiegt. Aber erstens weiß ich ja nicht mal, wo er ist. Es ist ja nicht so, dass ich ihn einfach ab links liegen lassen. Und zweitens, nee. So, wir poppen jetzt hier alle Soul-Packets, die wir haben. Bis natürlich auf unsere großen. Vor allem diese Great Uber-Soul. Die lasse ich natürlich mal... Die lasse ich natürlich mal, wo sie ist. So. Und zack. Und zack. Dann haben wir da noch eine schöne große. Oh, die wird 4000 oder so geben. Oh, oh, oh. Soul of a Proud Knight. Bonk. Auch 2000. Reicht. Genau, 39.000 Punkte. Jetzt können wir hier mal ordentlich einen aufskillen, ne? Es war tatsächlich einer dieser Old One. Es war einer der vier Großen. Okay, dafür haben wir den jetzt aber echt ein bisschen gepunished am Schluss. Aber gut, alles klar. Wir nehmen es, wie es kommt. Und leveln erstmal ordentlich. So. Ich bin mir mittlerweile ein bisschen unsicher, wo ich denn noch Levelpunkte reinstecken will, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall mal wieder hier und hier und einen noch bei Adaptability, oder? Meint er? Oder auch mal wieder auf Carry Speed oder so? Endurance reicht ja eigentlich soweit. Machen wir mal wieder Equip Load. So, und Adaptability noch. So ein bisschen schneller sind. Nee, das lasse ich erstmal. Ich glaube, ich mache es einfach aus Spaß. Nee, wir machen es noch bei Stärke rein. Fühlt sich gut an, viel Schaden zu fahren. Zack. Ordentlich Souls verskillt hier jetzt. So. Und jetzt haben wir natürlich zum einen in der Lost Bastille noch ein bisschen was zu erkunden. Zum anderen aber haben wir dieses fette Tor bei dem Typen. Und das, reizt mich halt schon. Vielleicht ist ja hinter dem Leuchtfeuer. The Lost Sinner. Also, wahrscheinlich der Lost Sinner, die Lost Sinnerin, ist eine Gefangene und ist für ihre alten Sünden
könnte tatsächlich die eine Witch von Izalith sein. Aber gut, wir lehnen uns jetzt einfach mal nicht aus dem Fenster, wir wissen es ja nicht. Wir erkunden einfach mal weiter. Aber das ist eine gute Mutmaßung. Wir müssen wohl noch einfach ein bisschen warten. Es dauert erfahrungsgemäß einfach noch ein paar Wochen und Monate. Und dann wird schon das Lore-Wiki von Dark Souls gefüllt werden und wir werden alle glücklich. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weil mich interessiert das wie Schwein. Beziehungsweise ich habe mir das offizielle Lösungsbuch vorbestellt. Ich hoffe mal, dass wenn es kommt, und es ist ja jetzt mittlerweile schon auf Nach-Release der PC-Version verschoben worden, warum auch immer. Ich hoffe ja, dass da auch genügend Lore-Aufklärung drin steht. Das fände ich jetzt persönlich richtig knorke. Gut! Tja, hätten wir die Seelen am Anfang nicht verloren und den Boss einfach gleich gefistet, wie er da stand, hätten wir jetzt sogar nicht nur 40.000 Seelen gehabt, sondern 56.000! Jetzt muss ich gerade an Holly denken. Wie gesagt, ja, einer von zwei anderen, den ich beim Dark Souls 2 spielen zugucke, natürlich ohne mich zu spoilern. Der Typ ist ganz groß im massive Erfolge erringen und dann aber mit den ganzen Seelen in unerforschtes Gelände zu laufen. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt, aber lustigerweise klappt es auch dann oft. Der stellt sich gut an. Ich mag Holly sehr gern, ich gucke ihm sehr gerne zu. Solltet ihr mal outchecken. So, eine Tür. Puh, machen wir sie auf. Hallo? Wo führst du hin? Komische Tür. Ich habe Angst, hier einfach reinzugehen. Da ist ein Leuchtfeuer. Hier ist bestimmt links oder rechts eine Falle. Obwohl das schon saufies wäre. Eine Kiste. Kein Mimik. Sehr schön. Beste Waffe des Spiels? Oh, mach's nicht so spannend jetzt. Komm schon. Fragrant Branch of Yore. Elizabeth Mushroom. Aha. Huch. Sorry. Da ist der Mushroom, oder? Large Gradual Restoration of HP. Oh. Quasi der Super Life Gem. Specially treated ripe mushroom creates a euphoric sensation, blah blah. Saint Elizabeth devoted her life to helping the needy of concocting medicine and potions. It's thought her great virtue was matched only by her sublime beauty. But who can say now? Ja, stimmt, jetzt ist sie nicht mehr schön, jetzt ist sie schon lange tot. Und was haben wir noch gefunden? Wie hieß es denn? Will mal einer sagen, wie es hieß? Wie hieß es? He's a fragrant branch of yore. Restores living things from petrific... Aha. Damit können wir jetzt den Typen vor dem Bonfire da oben bei den ganzen Versteinerungsviechen entsteinern. Oder die Frau an dem Tor mit dem Schalter. Extended inhalation of the branch scent can lead to coughing and nausea. Okay, wir haben tatsächlich, ihr erinnert euch vielleicht dran, dass ich da mal von gesprochen habe, dass ich denke, dass wir wohl bald etwas kriegen, was entsteinert. Pointless ahead. Wieso pointless? Ist doch schön. Bist du nur eine Illusion? Nein. Yay, Primal Bonfire? What? A Primal Bonfire was rekindled. Was? Return to the... Ach so, das hier ist quasi bloß dafür da. Woman required a head, therefore try rear. What? Verstehe ich nicht. Hä? Sind hier vielleicht Invisible Doors? Nee, ja. Wir haben jetzt also tatsächlich einen von den Old Ones besiegt. Einen von den vier großen Bösen. Und deswegen gibt es jetzt hier das Feuer, damit wir völlig belohnt werden und nach Majula zurück müssen. Ja gut, dann hätten wir jetzt gerade uns die Schnellreise mal ein bisschen sparen können, ne? Na gut, machen wir es halt. Vielleicht hat es ja noch einen Effekt, dass wir an dieses Primal Bonfire gehen. Primal Bonfire. Ist das vielleicht ein Bonfire, was lore-technisch schon da war, als der Held von Dark Souls 1 noch unterwegs war? Deswegen Primal Bonfire? Sehr interessant, sehr interessant. Hallöchen. So, sie hat uns ja schon gesagt, wir haben die Soul of an Old One. Ja, Bearer of the Curse. Alles klar, mach's gut. Ich guck mal kurz auf den Death Counter. Sorry, ich musste mal kurz meine Aufnahmegedöns wieder anmachen. Was haben wir hier? Despair Head. Ja. So. Wie viel? Was? 32 Millionen. Okay, also es wird fleißig weiter gestorben. Seit meiner letzten Aufnahmesession sind 6 Millionen dazugekommen oder so. 5 Millionen, keine Ahnung. So, jetzt können wir natürlich uns aussuchen. Gehen wir zurück in die Lost Bastille und erkunden da ein neues Gebiet.
Oder, was haben wir denn noch zur Auswahl? Wir könnten diese Frau vor dem Eingang entsteinern. Ich weiß es nicht, Kinder. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht, weiß ich nicht. Ach komm, Lost Bastille. Hinter Drevel. Wo gehen wir da am besten hin, damit wir nicht allzu weit laufen müssen? Ich glaube, hier das Feuer müssen wir da nehmen, ne? Habe ich sonst noch irgendwas bei einem anderen, wo es sich lohnen würde zu spawnen? War da noch irgendwas, was ich aufmachen kann oder nicht aufmachen konnte oder was auch immer? Ja, das ist auch tatsächlich kein zählendes Bonfire gewesen. Ja gut, wir machen einfach mal den hier. Irgendwas werden wir finden, irgendwo werden wir hinkommen, irgendwas passiert immer. So, schauen wir mal. Jetzt hoffe ich bloß, dass mir diese blöden Versteinerungskacker nicht wieder einen Strich durch meine Rechnung machen. Ich bin ja fast geneigt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel habe ich von diesem Party eigentlich rausgeschnitten, oder habe ich noch gar nichts rausgeschnitten? Oh, hier unten war eine Pharos-Vorrichtung, oder? Kann das sein? Wollen wir die mal benutzen? Oh ja, oh ja. Jetzt erinnere ich mich, wir haben ja einen Pharos Lockstone gefunden. Und hopp. Toter Hund. So. Wo ist er, wo ist er? Hier ist er. Zack. Use Pharos Lockstone. Yes. Wo ist er denn? Ach hin. Hallo. Schlag. Yay. Yeah. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Belfry. Was? Bitte was? Help me? Help me? Touch Summon Sign? Hier wird mir gleich ein Summon Sign angeboten. Dann summon ich den einfach mal, wenn ich jetzt schon menschlich. Ach scheiße. Ich wollte gerade sagen, dann summon ich den einfach mal, wenn ich schon menschlich bin. Be wary of Dark Spirit. Ne, wir werden jetzt nicht gleich von einem NPC Spirit invaded, oder? Mach keine Dummheiten jetzt. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Mit dir kann ich reden? Ernsthaft, wer bist denn du? Undead! Undead! King Ransom for Bell! The Great Bell of Orkin! The bell belongs to the princess, it do! Stay back or we slice you to bits. Me and my chums, we shan't be miffed. Stay back all your pieces. Tiniest pieces. A long, long, long time ago, the princess, she made me. Yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul undead, or you'll be a goner. Stay back! It belongs to the princess, it do! Du hast eine lustige Lache. Warum ist der ein Zwerg und warum liegen hier ein Haufen Zwergen und Tote rum? Abandon your covenant and join the Bellkeeper covenant? No. Useless fool. Filthy undead. Be gone right now and it's off with your head. Okay, der kann schöne Reime sprechen. Das ist auf jeden Fall mal gut. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was der meint. Da oben ist eine Bell. Bell of Awakening und Bell of Bla, also wie im Teil 1, da musste man ja zwei Glocken läuten. Das war so quasi das erste Drittel des Spiels als Aufgabe. Und da war eine von den Bells als von Gargoyles bewacht, die zu zweit kamen. Und die sind hier in dem Spiel zu dritt. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon angedeutet habe. Sag mal, wird man hier echt invaded? Wie komme ich denn eigentlich da vorne rein? Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Ich weiß schon wieder nicht, was hier... Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, was bist du? Was machst du für ein Scheiß-Damage?
krasse Scheiße. Was ist denn das? Wieso sind die so schwarz wie Teer? Was ist denn? Was soll denn? Okay, das war nur einer. Skeptic Spice. Aber da habe ich schon mal eins gefunden, ne? Okay, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das sind quasi Dark Spirits oder was? Oh Gott, Kinder. Huh! Huh! Oh, Alter, haut der rein. Da ist schon wieder ein Nebeltor. Alter. Und hier ist eine Leiter. Hooray for... Huh! Was? Wer hat mich invaded? Alter, ernsthaft jetzt? Was? Ach, das ist ein Spieler gewesen. Und der hat exploited. Deswegen habe ich jetzt einen Backstep gekriegt, obwohl er vor mir stand. Das war ein anderer Spieler. Ach, könnte ich ausrasten. Du Arschloch, du Jämmerliches. Hau ab. Ja, was wird das jetzt hier? Und jetzt? Ja, hau ab. Komm, ich will auch wieder respawnen dürfen. Hm. Schön. Kann er das beim nächsten Mal lassen? Als ob nicht diese komischen schwarzen Viecher eh schon genug wären. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir machen im nächsten Part weiter. Tut mir leid, wir überziehen hier schon wieder. Dark Souls 2 wird gespielt. Wir sind im Belfry, keine Ahnung was. Ich glaube, da kommen gleich Gargoyles. Das wird ein mieser Boss, vor dem habe ich ein bisschen Schiss. Wir sehen uns gleich wieder. Also, Dark Souls 2, also morgen halt, ne? Dark Souls 2 wird gespielt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.